einen weiteren Teil schuldig, besser gesagt auch weitere Teile. Ich habe hier so einen ganz miesen Endgegner, den wir versuchen müssen zu bekämpfen, der echt übel ist. Das schwerste in dem Game, was ich bis jetzt gezockt habe. Bin 30, 40 Mal gescheitert, versuch's jetzt wieder. Wenn ich es wieder nach 10 Mal nicht schaffe, circa, mache ich dann wieder eine Pause für eine Woche und versuch's dann wieder. Also seid gespannt, ob ich's packe. Das ist schon hardcore. So, auf einen der härtesten Gegner in diesem Game hier. Echt übel, so viel geschickt. Und du musst Glück haben, dass du auch nicht in diesen glühenden Boden irgendwie ständig reinrutscht. Wir verlieren unheimlich viel Energie in diesem Level. Oh, das ist so heftig. So, gleich wird ein Turm reingerollt von seinen Schergen, die uns auch nicht gerade wohlgesonnen sind. Diesen Turm muss er dann zerstören, weil er selber kann von uns nicht besiegt werden. Auf normale Art und Weise. So, die drei sind aber zur Mittagspause, deswegen dauert das Ganze hier. Na, kommt schon, kommt schon. Ich muss die ganze Zeit hier ausweichen. Das ist aber die beste Methode, einfach zu laufen, würde ich euch nicht raten. Eine Herausforderung für alle Gamer diesen Planeten. Hängt auch sehr viel Glück mit. Also hängt mit sehr viel Glück zusammen, das Ganze. Sehe ich auch schon, ja, auch wie lange das jetzt hier dauert. Endlich! Naja, zu den Waffen schreien sie. So, wie gesagt, der erste Turm ist ja nicht so das Problem. Erstmal ausweichen, ganz wichtig. Ich konnte Gott sei Dank eben die Fässer noch zerstören, dass ich noch ein bisschen Energie habe. Jetzt fängt der Boden an zu rennen. Und er schießt weiter auf uns. Das ist nicht nice. Die Energie sieht bis jetzt noch ganz gut aus. Das wird aber nach dem zweiten Durchgang sich ändern. Außerdem glüht der Boden hier teilweise weiter. So, mal ein bisschen aufpassen, dass wir dann auch springen, nicht nur rollen. Das ist aber sogar noch harmlos hier. Es wird noch schlimmer. So, das ist der zweite Turm, den müssen wir jetzt auch noch schaffen. Doch kein Problem, das kriegen wir auch hin, aber der dritte wird übel. So, jetzt kommt. Zerstör das olle Ding. Jawohl. Ja, das war risikobehaftet, dass ich da die Fässer zerstört habe. Sollte man eigentlich nicht machen. Kaum die Möglichkeit habe, da irgendwas zu machen. So, das sieht jetzt ja noch so leicht aus, aber der Boden glüht dermaßen, dass wir unheimlich viel Energie verlieren. Dass wir eigentlich den dritten Turm schon wieder fast gar nicht schaffen können. Kotzen, ey. Jetzt kommt der dritte, ne? Ja. So, jetzt müssen wir da rüberkommen in der Hoffnung, dass wir uns nicht zu sehr verbrennen und vorher schon scheitern. Oh, komm, zerstör diesen scheiß Turm endlich.
Jo, wir haben's. Alter, ich hab's noch nie gepackt. Heftiger Scheiß, ey. Mann, 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 das war übel. Da habe ich 30 oder 40 Mal für gebraucht, dass ich das gepackt habe, ey. Das ist hardcore. Geil, jetzt haben wir noch eine Sense bekommen. Die brauche ich aber auch. Man hat auch gemerkt beim Gameplay, mein Sprachzentrum war total im Eimer. Boah, heftig. Allmächtig wendet sich das Blatt für Jack und seine Begleiter. Sie sind dem kaltherzigen Zauber dicht auf den Fersen, was dessen Wut noch mehr anstachelt. Jack gelangt zu einer Menschenstadt, die vom Monster belagert wird. Als Held der Finsternis stürzt er sich direkt ins Getümmel. Trotz aller Bemühungen der Soldaten, Jack den Einlass zu verwehren, gelingt es ihm, die Verteidigung zu durchbrechen und die Burg zu belagern. Doch mit ihm ziehen auch die blutrünstigen Monster in die Stadt. Während der Kampf im Herzen der Stadt vor sich hin wütet, muss Jack sich den gigantischen Dorf und gleichzeitig den Widerstand der Menschen brechen. Aber all seine Mühen zahlen sich letztendlich aus, denn so gelangt er aus zu einem Friedhof außerhalb der Stadt. Zwischen den Grabsteinen und Särgen muss es einen Hinweis auf den Verbleib des Zauberers geben.